Züchtertreff heute in Röttgen. Sie haben Tore und Türen geöffnet, alle eingeladen. Erstmal Dankeschön an den Gastgeber. Was ist Sinn dieser ganzen Veranstaltung? Warum wollen Sie die Hengstbesitzer alle eigentlich zusammenbringen, die Züchter, und auch einfach mal ihre Tore hier öffnen? Der Ausgangspunkt ist, dass der Zweck der Stiftung die Förderung der Vollblutzucht ist. Und dazu muss ich die Züchter herbringen. Und deswegen tun wir das, denn wir fördern nicht nur Röttgen und das Röttgener Gestüt, sondern wollen wirklich allen Hilfe geben. Wir machen das seit etwa 5 Jahren und freuen uns, dass mittlerweile diese Veranstaltung wirklich angenommen wird. Und so startete der Tag im Rennstall von Markus Klug. Über 300 Menschen wollten sehen, was der Trainer in diesem Jahr so aufbieten kann. Zuerst zeigten sich die Zweijährigen den interessierten Zuschauern. Anschließend ging es mit dem Bus über das 3000 Quadratkilometer fassende Gelände in den Stall der Dreijährigen. Gestüt Röttgen öffnet Tor und Türen und lädt ein zum großen Züchtertreff. Präsentiert werden alle Hengste, die in Deutschland Rang und Namen haben, und auch die Nachwuchsbeschäler haben ihren Auftritt. Und wenn wir schon mal hier auf Röttgen sind, dann darf auch ein Blick in den Rennstall nicht fehlen. Insbesondere der Kölner Publikumsliebling Milovic hat es den Besuchern angetan. Der ist wohl das bekannteste Rennpferd Kölns mit dem Namen Milovic. Ja. Und der ist der gewinnreichste Zweijährige in Deutschland gewesen letztes Jahr. Und ja, mit der Leistung kann man natürlich auch Hoffnung haben für die Rennen dreijährig. Er ist allerdings kein Pferd für die Derby-Distanz, sondern er wird auf, denke ich, auf 1600 Meter zu Hause sein. Ein großes Ziel ist das Mehlmühlensrennen Ende Mai. Nach einer Stärkung und einem Vortrag von Tierarztprofessor Dr. Ottmar Diestel kam der Höhepunkt. Die deutschen Zuchthengste präsentierten sich stolz. Darunter der Derbysieger Nutan, Gestüt Etzerns Amaron oder der schicke Röttgener Schimmel. Reliable Man heißt einer der Deckhengste auf Gestüt Röttgen hinter uns im Bild. Heute beim großen Züchtertag wurde er auch vorgeführt. Ja, also ist ein sehr tolles Pferd. Stimmt alles bei ihm. Exterieur und auch einen tollen Charakter, soll er auch seine Nachkommen vererbt haben, die jetzt im Jährlingsalter sind und im Herbst im Rennstall einrücken. Und da freue ich mich schon drauf. Und dann werden wir sehen dann in den nächsten Jahren, was sie auf der Rennbahn zeigen. Früher war es so, dass wir nur die eigenen Deckhengste präsentiert hatten. Und mittlerweile ist es ja eine richtige Großveranstaltung geworden. Vor ein paar Jahren waren es noch so 70, 80 Leute, die halt interessiert waren an den Deckhengsten, die hier stehen. Mittlerweile sind 400 Leute und 11 Deckhengste waren es, glaube ich, dieses Jahr. Ich glaube, damit sind wir auch in Deutschland so einzigartig. Alles passte an diesem Tag. Naja, bis auf das Wetter. Also beim Wetter, da sage ich immer, dafür ist der Sponsor nicht zuständig, das müssen die Gäste mitbringen. Abgerundet wurde der Tag noch mit der Ehrung des Nachwuchsförderpreises der Mehlmühlenstiftung. Für die drei Besten geht es eine Woche nach Newmarket in die British Racing School. Eine gelungene Veranstaltung, die sicher auch im nächsten Jahr wieder ihre Fans finden wird.